Hallo Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, herzlich willkommen zu diesem interessanten Produktvorstellungsvideo. Mit Freude darf ich heute verkünden, unsere Dreischlag-Megashot-Rohre sind endlich eingetroffen. Ja, gut, die sind eigentlich schon 2 Wochen da, aber ich komme erst heute dazu, euch diese zu präsentieren. Die gibt es aktuell in 4 verschiedenen Varianten, es sind Dreischlag. Ihr wisst ja, bereits 2010 wurde beschlossen, oder 2009, 2010 wurde beschlossen, dass die 50 mm Bombenrohre von Diamond nicht länger als bis Mitte 2017 verkauft und verwendet werden dürfen. Und wir hatten schon im letzten Jahr nach einer Alternative gesucht zu den 50 mm Bombenrohren von Diamond und hatten letztes Jahr bereits Dreischlag Bombenrohre im Angebot. Und nun eine neue Variante, die diesmal mit oder in Zusammenarbeit mit der Firma Pyrotrade aus Österreich. Und da sind diese tollen Bombenrohre dabei herausgekommen. Wie gesagt, gibt es in 4 verschiedenen Varianten, sind auch schon bei uns im Shop enthalten. Wir werden später auch ein Testvideo drehen, indem wir die Effekte einfach auch mal testen. Und haben 75 Gramm Nettomasse, also maximal 25 Gramm pro Rohr, was auch bei F2 erlaubt ist. An sich relativ große Hülle, großes Rohr. Also sind 3 Rohre, die sind etwas gefächert aufgestellt, damit der Effekt nicht auf einem Punkt am Himmel erscheint, sondern ein bisschen schön voneinander entfernt. Auch ein viel größeres Bouquet gibt. Das war eigentlich so der Hintergedanke dabei oder die Idee. Die Bombenrohre von Diamond hatten ja ein relativ großes Bouquet, großen Effekt. Und mit einem 30 mm Effekt lässt sich das oder kann Rohr lässt sich sowas nicht darstellen. Und unsere Idee war einfach, das mit 3 30 mm Rohren zu realisieren, aber dafür gefächert, damit nicht alles auf einem Punkt. Ja. Jetzt ist, wenn man das Wort immer ein explodiert, entfaltet, was auch immer. Ja, ein kleiner Wermutstropfen, also die Effekte, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie schon gesehen. Ja, die sind super, mir gefallen sie sehr gut. Einen kleinen Wermutstropfen haben wir allerdings, und zwar ist die Verarbeitung. Ich bin da nie so ganz so glücklich mit der Verarbeitung. Muss natürlich immer alles schnell gehen in China und man sucht nach schnellen Lösungen. Die Chinesen, das ist halt leider mal so ein Völkchen, da muss große Mengen, muss auch schnell und billig sein. Die Effekte sind wie gesagt top, aber die Verarbeitung ist ja verbesserungsbedürftig. Es funktioniert super, aber wir haben hier unten so einen Gipspfropfen, tatsächlich einen wirklich großen Gipspfropfen. Hat auch einen Hintergedanken, ich meine, das muss ja auch sicher stehen, darf nicht umfallen. Aber der neigt dazu, habe ich schon festgestellt, an manchen Stellen ein bisschen zu brechen und herauszurieseln. Ja, das ist natürlich nicht so günstig, gibt ein bisschen Sauerei. Wir haben es auch schon versucht ohne, funktioniert deswegen trotzdem, aber schöner ist es natürlich so und sicherer mit Standfuß. Ja, das ist so ein kleiner Wermutstropfen, also sei da nicht böse, wenn ihr diese Teile kauft, wenn auch mal ein bisschen was rausrieselt, das ist leider mal so jetzt geworden. Die inneren Werte zählen und das sind nun mal die Effekte und die konnten im Test überzeugen, das werdet ihr später sehen. Werden noch mal welche zünden für euch und aufnehmen. Ja, ansonsten, ja, mich würde es natürlich freuen, wenn sie trotzdem bei euch Anklang finden und ihr es als Alternative zu dem Diamond-Bombenrohre seht. Natürlich sind es andere Effekte als in Diamond-Bombenrohren. Wir haben, ich muss selber mal spicken, Crackling-Feuertopf, also so die Crackling-Wolke, Crackling-Feuertopf zu Crackling-Bouquet. Wir haben hier die blauen Feuertöpfe, nur mal gucken, zu Sternbouquets in Pastellfarben, also sehr schöne Farben. In Pink, Blau und Gelb so kombiniert. Sieht hervorragend aus. Dann haben wir die Nummer 3, sind Brokatfeuertöpfe, Brokatkrone mit roten Blinksternen. Ist auch ein sehr schöner Effekt. Und wir haben nochmal Goldglitzerkronen mit blauen Sternen. Es sind nicht diese dunkelblauen Sterne, es sind etwas hellere, aber dafür dicke, kräftige blaue Sterne und sehr langer Standzeit mit diesen Glitzerkronen. Das ist mein Favorit, das ist mein Liebling, aber auch die anderen 3 finde ich gut gelungen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit meinem Gequatsche. Ich hoffe, euch hat diese Produktvorstellung gefallen und schaut jetzt im Anschluss dann das Testvideo dazu. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
schöne Farbkombination. Oh, sehr schöne lange Standzeit. Schöne blaue Sterne. Schön helles Blau, nicht mal immer so dunkles Blau, schönes Pastellblau. Scheppert auch ordentlich. Schöne große Bouquets. Ja, liebe Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung, das war die kleine Produktpräsentation und der Produkttest sowie auch die Qualitätssicherung oder ein Teil der Qualitätssicherung unserer Dreischlag-Megashot-Rohre in Zusammenarbeit mit PGE bzw. Pyrotrade. Ja, mein persönliches Fazit, die Verarbeitung könnte etwas besser sein, aber die Effektqualität ist hervorragend. Da muss ich uns nicht selbst loben. Das sieht man auch auf den Videos, dass die Effekte sehr schöne Farben haben, auch sehr langstehend. Ich bin zufrieden, was wir hier geliefert bekommen haben und freue mich, ja, wenn es auch bei Ihnen oder bei euch Anklang findet und euch gefällt und ihr euch auch zu Silvester unsere Dreischlag-Megashot bestellt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch auch beim nächsten wieder rein, wenn es heißt Freunde der pyrotechnischen Unterhaltung. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Wiedersehen.